Hallo, mein Name ist Hans-Günther Brünker und ich bin seit Mai 2020 Stadtrat für Volt in Bamberg. Hier sind wir in unserem großen Sitzungssaal, in dem in Nicht-Corona-Zeiten unsere Sitzungen stattfinden. Ja, was mache ich hier so im Stadtrat? Arbeit im Stadtrat ist sehr, sehr spannend, weil zum einen geht es um sehr kurzfristige Dinge, als auch um sehr langfristige Dinge. Zum Beispiel hat mich gestern eine Dame angerufen und hat gesagt, dass bei ihr in der Nähe ein Schwarzbau ist, der immer weiter ausgebaut wird. Da müsse die Stadt doch einschreiten, weil es direkt neben einem Naturschutzgebiet liegt. Das ist eine ganz kurzfristige Tätigkeit für einen Stadtrat. Andererseits bin ich zum Beispiel im Aufsichtsrat der Stadtwerke und da geht es darum, wie stellen wir unsere Energieversorgung auch noch in 30 Jahren sicher, wo ich mich zum Beispiel für Geothermie einsetze, die wir hier in Bamberg nutzen wollen. Vor allem ist die Arbeit als Stadtrat aber sehr, sehr vielfältig. Ich bin zum Beispiel im Kultursenat, ich bin im Sicherheitssenat, ich bin im Finanzsenat. Das heißt, von Finanzfragen, Personalfragen bis hin zu Fragen der Entwicklung der Kulturszene in Bamberg habe ich ganz viele Themen, die ich abdecken darf. In Corona-Zeiten ist dieser Saal natürlich viel zu klein, als dass wir hier unsere Stadtratssitzung abhalten könnten. Und deshalb versuchen wir das Ganze inzwischen digital zu machen. Also bei uns in Bamberg ist das seit einem guten halben Jahr Normalität, dass man an Stadtratssitzungen digital teilnehmen kann. Das ist auch unglaublich wichtig, jetzt nicht nur in Pandemiezeiten, in Corona-Zeiten, sondern wir wollen ja Stadträte haben, in denen jetzt nicht nur Menschen sitzen, die viel Zeit haben, wie Rentner, Pensionäre oder andere Menschen, die halt viel Zeit haben, sondern wir wollen ja einen Stadtrat haben, der möglichst ein Abbild der ganzen Gesellschaft ist. Das heißt, wir wollen im Stadtrat Alleinerziehende haben, wir wollen Menschen haben, die Eltern pflegen, wir wollen auch Geschäftsleute haben, die vielleicht dienstlich mal unterwegs sein müssen und nicht immer jetzt mittwochs um 16 Uhr an einer Stadtratssitzung teilnehmen können. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir einfach neue Techniken und Methoden verwenden. Und da gehört es dazu, dass wir solche Stadtratssitzungen hybrid abhalten. Das heißt, ein Teil der Stadträte sitzt in einem großen Saal, so wie gewohnt, und ist direkt anwesend. Und andere schalten sich von außen, von zu Hause oder von wo auch immer zu. Ja, Volt hat mit der Einführung der hybriden Stadtratssitzung tatsächlich eine ganze Menge zu tun und sogar nicht nur in Bamberg, sondern in Bayern insgesamt. Weil die bayerische Gesetzgebung war tatsächlich bis Anfang letzten Jahres so gestaltet, dass es zwingend notwendig war, dass ein Stadtrat oder eine Stadträtin im Saal körperlich anwesend ist. Das heißt, solche hybriden Stadtratssitzungen waren schlicht und ergreifend verboten. Als jetzt die Pandemie einsetzte, das heißt im Oktober vor einem Jahr, habe ich dann den ersten Antrag gestellt, hier in Bamberg solche Sitzungen hybrid stattfinden zu lassen, was ja in jeder Firma, in jeder Schule gang und gäbe ist in der Corona-Pandemie. Und da wurde mir gesagt, das geht nicht, weil das Landesrecht es schlicht und ergreifend verbietet. Und um das Landesrecht zu ändern, das dauert wahrscheinlich länger, als die Pandemie dauert. Wir haben dann ganz viele Medien eingeschaltet, den Bayerischen Rundfunk, Süddeutsche Zeitung, noch viele andere Medien und letztendlich die bayerische Landesregierung so lange bearbeitet, bis sie irgendwann eingelenkt hat. Und seit Februar letzten Jahres gibt es jetzt ein Gesetz, das solche hybriden Sitzungen erlaubt. Ja, das funktioniert tatsächlich noch nicht in allen Städten in Bayern, was sehr bedauerlich ist. Also in München gibt es ja zum Beispiel eine Volt-SPD-Fraktion und die hatte auch zusammen mit Grünen in München das entsprechend eingebracht in den Stadtrat, die Sitzungen hybrid durchzuführen. Das wurde dann aber leider in der entscheidenden Sitzung von der CSU und den Freien Wählern zu Fall gebracht. Ja, das Landesrecht zu ändern war natürlich nicht die einzige Hürde, die überwunden werden musste. Wir mussten auch die Geschäftsordnung des Stadtrates zum Beispiel entsprechend anpassen. Und das erfordert tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wir mussten hier wirklich eine breite Mehrheit besorgen über ganz viele verschiedene Parteien hinweg, die letztendlich dann gemeinsam zugestimmt haben, dass wir die Sitzung hier so durchführen. Und jetzt gerade angesichts einer dritten Welle, einer vierten Welle, sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass unser Stadtrat hier handlungsfähig ist und wir das entsprechend machen können. Das ist heute tatsächlich zum allerersten Mal, dass man sich in Bamberg diese Sitzung als Außenstehender anschauen kann. Das ist nochmal was anderes als die hybriden Sitzung, das betrifft ja nur die Stadträte an sich. Da geht es darum, dass diese Sitzung nun auch online im Internet gestreamt wird. Also ich kann zu Hause jetzt einfach an meinen PC gehen, kann dann heute Nachmittag anklicken und kann dann live verfolgen, was im Stadtrat besprochen wird. Das ist rechtlich gesehen eine andere Sache. Darüber muss der Stadtrat auch beschließen. Das erforderte aber keine Änderung des Landesrechts. War in Bamberg bislang nicht üblich, weil natürlich, ja, ich sage auch wieder, konservativere Parteien eher eine gewisse Scheu haben, auf diese Art und Weise in die Öffentlichkeit zu gehen, was ich persönlich nicht verstehen kann, weil wenn ich mich in einen Stadtrat wählen lasse, dann lasse ich mich darauf ein, in öffentlichen Sitzungen politische Dinge zu verhandeln und warum das dann nicht auch im Internet übertragen. Aber wir haben letztendlich eine parteiübergreifende Mehrheit gefunden, die das Ganze akzeptiert hat
und wir steigen heute damit ein. Das ist natürlich eine der Motivationen, wirklich für mehr Transparenz zu sorgen, generell in der Politik, eben nicht nur in der Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Wir haben üblicherweise in Bamberg nur sehr, sehr wenige Besucher in den Stadtratssitzungen. Also die wenigsten Menschen finden ja die Zeit zu sagen, ich gehe jetzt um 16 Uhr dorthin und schaue mir dann 3-4 Stunden Sitzung an, zumal auf der Tagesordnung vielleicht nur ein Punkt ist, der mich wirklich interessiert. Und deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, dass die Menschen sagen können, gut, um 5 Uhr, da wird das verhandelt, was ich interessant finde, dann schalte ich halt im Internet an, dann höre ich mir die Debatte endlich entsprechend an. Und ich weiß zum Beispiel, in Bayreuth haben die dreistellige Zuhörerzahlen. Ja, also es ist eine Stadt ungefähr so groß wie Bamberg. Da schalten bei den Sitzungen 200 Leute vielleicht ein mit einer durchschnittlichen Verweildauer meistens so von 20 Minuten ungefähr. Und das ist doch das, was wir wollen, dass die Bürger sich wirklich aktiv beteiligen an dem politischen Geschehen in der Kommune. Ihr seht also, Kommunalpolitik ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr vielfältig. Wenn ihr euch also politisch interessiert, dann kann ich euch nur empfehlen, kommt zu Volt und gestaltet euren Ort so, wie ihr ihn haben möchtet.